wie gesagt, ich bin sehr spaßgetrieben. Das hört sich jetzt so leicht und flockig an, aber ja, ich habe sehr viel Energie, wie du es gesagt hast. Und die meiste Frage, die mir immer gestellt wird, woher nimmst du die Energie? Ich kann es nicht sagen, ich weiß nicht, sie ist einfach da. Die beflügelt mich jeden Tag. Ich stehe jeden Tag gern auf. Ich bin immer voller Tatendrang. Und ja, das ist einfach mein Lebensmotto. Gas geben und vor allem nichts verpassen. Auf gar keinen Fall irgendwas verpassen. Willkommen zurück bei The Hidden Champion mit mir, Johannes Rosilat. Ich interviewe Unternehmer und das persönlich und nah. Während der Vorbereitungen auf das heutige Interview antwortete sie auf die Frage, wie bist du als Mensch, mit den Worten impulsiv, habe Energie bis zum Arsch und ich sehe die Dinge als ganzheitlich. Als Verpackungsunternehmen und Dienstleister für den Bereich Logistik, Fulfillment und Kommissionierung ist die Megapack Handling GmbH spezialisiert auf manuelle Tätigkeiten in Fertigung, Konfektionierungen und Verpackungen. In unserem Telefonat berichtet sie von 3 Millionen Adventskalender, die Megapack Handling GmbH letztes Jahr bestückt und versendet haben. Diese Powerfrau ist also nichts für schwache Gemüter. Die Rede ist von Brigitte Meller, Geschäftsführerin und Gründerin der Megapack Handling GmbH aus der Nähe von München. Hi, schön, dass ich bei dir sein darf. Schön, dass ich da sein darf und dass du dir die Zeit nimmst für mich. Ja, logisch. Ich habe ein paar Community-Fragen mitgebracht. Und zwar nicht viele, 5 an der Zahl. Die Franka fragt, was treibt dich an? Oh, was treibt mich an? Mich treibt als allererstes der Spaß an. Ich will einfach Spaß haben in meinem Leben, in dem, was ich tue. Ich mache da keine großen Unterschiede. Das heißt also, erstmal bin ich spaßgetrieben. Das bedeutet, meine Mitarbeiter, die ich um mich herum gesammelt habe, sind lange bei mir, sind sehr loyal und sind ja, mir sehr ans Herz gewachsen. Und das, glaube ich, ist auch der Erfolg unseres Unternehmens und unserer Unternehmung, dass wir als Megapack-Familie agieren und gerne zusammenarbeiten. Was glaubst du, was ist der Grund dafür, dass sie lange bei dir bleiben? Ist der Respekt, den ich meinen Mitarbeitern gegenüber bringe, das Interesse an den Menschen. Ich liebe Menschen und ich habe mir die schon als besondere Menschen ausgesucht, sie weiterentwickelt, habe ihnen geholfen in ihrer persönlichen Weiterentwicklung. Ich selbst habe für mich immer den Anspruch, mich weiterzuentwickeln und nehme gerne jeden mit, der dazu bereit ist. Und das ist das, was uns halt einfach auch zusammenschweißt. Was ist dein Lebensmotto? Hast du eins? Ja. Was? Ich will Spaß, ich gebe Gas. Echt jetzt? Ja, es ist aber übergeordnet. Ja. Also ich bin, wie gesagt, ich bin sehr spaßgetrieben. Das hört sich jetzt so leicht und flockig an. Aber ja, ich habe sehr viel Energie, wie du es gesagt hast. Und die meiste Frage, die mir immer gestellt wird, woher nimmst du die Energie? Ich kann es nicht sagen, ich weiß nicht, sie ist einfach da. Die beflügelt mich jeden Tag. Ich stehe jeden Tag gern auf. Ich bin immer voller Tatendrang. Und ja, das ist einfach mein Lebensmotto. Gas geben und vor allem nichts verpassen. Auf gar keinen Fall irgendwas verpassen. Du hast in unserem kurzen Vorgespräch, bevor wir jetzt das Interview gestartet haben, gesagt, was du vorher gemacht hast und wie es dazu kam, dass du dann Megapack gegründet hast. Was ich spannend finde, du kommst ja aus einem ganz anderen Bereich, und zwar in der Möbelbranche. Aus der schönen Designwelt. Was hat dich denn angetrieben, dich dann selbstständig zu machen? Naja, also erstmal hat mich die Neugierde auf eine neue Branche. Ich habe mich nicht sofort in der Branche selbstständig gemacht, sondern habe dort erstmal einen Vertriebsbereich von einer großen Druckerei übernommen. Und da hat mich die Neugierde angetrieben, ja, einfach was Neues zu machen. Das andere habe ich heute schon 10 Jahre gemacht, war sehr erfolgreich. Jeder kannte mich. Ich habe gefühlt auch jeden gekannt. Mhm. Und da könnte man sich jetzt ausruhen drauf. Was auch okay ist, ja. Aber ich bin grundsätzlich jemand, ich gehe immer ganz gerne aus meinen Komfortzonen raus, weil nur wenn man aus seiner Komfortzone geht, erlebt man auch was Neues. Und ich glaube, war ich Anfang 30, ja. Das ist auch nur so, was gibt's noch alles auf der Welt? Habe es ehrlich gesagt nie bereut. Die Möbelbranche ist eine Designmöbelbranche im Objektbereich, ist eine sehr, sehr schöne Branche gewesen. Und Investitionsgüter ist etwas ganz was anderes wie ein Konsumgut. Konsumgut, das ist das, was ich heute mache. Das ist ein Gut, das sich verbraucht. Das ist, wird immer wieder neu produziert. Und das bedeutet auch, dass man seinen Kunden wesentlich länger hat. Also ich kenne, meine Kundenbeziehungen gehen teilweise über 15 Jahre.
Und da kennt man spannend, sich, ja. Da hat man eine ganz andere Beziehung zu den Menschen. Die kennen teilweise die Lebensgeschichten, die Familie, die Kinder, die Hobbys. Wir machen mit meinen Kunden teilweise auch privat Ausflüge oder lade die einmal im Jahr zu irgendwas ein, was die halt gerne machen. Das heißt, die Kundenbeziehung ist eine ganz andere, wie wenn man sie nur während eines Projektes vielleicht einmal oder zweimal oder dreimal sieht. Aber in der Branche, in der ich bin, kann ich über Jahre lang die Kundenbeziehung aufbauen. Das passt zu meiner Persönlichkeit wesentlich besser. Okay. Irgendwann fandest du es dann langweilig oder hast du gesagt, nee, ich würde jetzt gerne einfach eine andere Branche ausprobieren, weil mich die anzieht? Was war so der Beweggrund? Ich habe halt die Gelegenheit bekommen. Ich habe meine ganze Karriere, mein ganzer Weg ist auf Gelegenheiten aufgebaut. Ich bin ein sehr spontaner Mensch. Ich habe die Gelegenheit bekommen. Das hat sich für mich gut angehört. Und die Person, die mir das angeboten hat, hat mich sehr interessiert. Dann hat mich die Branche interessiert, dann haben mich die Kunden interessiert. Dann habe ich gedacht, ja, da können wir vorstellen, was man daraus machen kann. Und dann habe ich es einfach gemacht. Da habe ich auch nicht so viel drüber nachgedacht. Also einfach machen dann. Einfach machen. Ich bin ein Macher, ich habe es einfach gemacht. Ja. Ich konnte es mir auch leisten. Ich bin ja auch unabhängig gewesen. Ich habe jetzt keinen Stab an Leuten gehabt. Ich konnte mir einfach entscheiden. Cool. Also bräuchst du es kein Meter? Auf gar keinen Fall. Obwohl es eine komplett andere Branche ist, sehr technisch. Für mich damals eine große Umstellung gewesen ist, aber überhaupt gar nicht. Nein. Welche Eigenschaften von dir als Person sind denn so am stärksten ausgeprägt, dass du sagst, du kannst dich voll in dem Bereich Vertrieb ausleben? Was sind da deine Stärken? Ich denke, meine eigene Begeisterungsfähigkeit. Ich bin immer selber begeistert von dem, was ich mache oder von dem, was wir machen. Und ich denke, das kann ich ganz gut auf die Kunden übertragen, zum einen. Und zum anderen ich mag Menschen und ich glaube, das kann ich sehr gut vermitteln. Und jeder, der bei uns als Kunde landet und sich für uns entscheidet, der wird dementsprechend auch behandelt. Bei mir ist jeder Kunde ein A-Kunde. Ich tue alles für meine Kunden, genauso für meine Mitarbeiter. Und ich denke, das spüren die Leute, die fühlen sich sehr gut aufgehoben und auch in Sicherheit. Weil das, was wir tun, hat ein großes Sicherheitsbedürfnis. Weil du musst dir vorstellen, wir übernehmen ein Projekt, als Beispiel Adventskalender. Da werden uns wertvolle Dinge angeliefert, die auch sehr viel kosten. Aber das Produkt muss ja zum gewissen Punkt verlässlich fertiggestellt werden. Und am besten mit einer 0%igen Fehlerquote. Und das ist in unserem Bereich schon eine große Herausforderung. Da gibt es auch ganz andere Firmen. Und wir haben uns halt auf die Fahne geschrieben, dass die Kunden, und so ist es auch, bei uns bleiben, weil sie glücklich und zufrieden sind. Und das bedeutet, wir machen so gut wie keine Fehler. Und wenn wir Fehler machen, dann sprechen wir drüber. Zu dem Zeitpunkt, wo wir die Fehler entdecken, das ist dann ja sofort im Grunde genommen, weil wir eine hohe Qualitätskontrolle und Anspruch haben. Und dann vertuschen wir die nicht, sondern wir denken immer lösungsorientiert, finden immer Lösungen. Am Schluss geht ein perfektes Produkt bei uns raus. Bist du als Typ auch jemand, der Prozesse mag oder hast du es komplett außer abgegeben? Na, was denkst du? Ich glaube nicht. Genau. Ja, das heißt, du hast die richtigen Kompetenzen dann dir ins Boot geholt. Ja, ist so. Ja. Ich selbst bin nicht so sehr extrem strukturiert. Ja. Prozesse sind nicht unbedingt meine Freunde, wobei ich sagen muss, ich bin ein sehr reflektierter Mensch und ich habe das gelernt und habe es auch angenommen und weiß, wie wichtig das ist. Ja, und ich kann auch wunderbar damit angeben. Ja. Kann ich mir vorstellen. Verkaufen. Absolut. Aber es ist nicht meine Welt und deswegen habe ich eben kompetente Mitarbeiter, die sich darum kümmern. Ja. Und ich weiß es wertzuschätzen. Das ist für mich ist das sehr wichtig. Ja, weil du es bei dir als Schwäche oder was heißt als Schwäche vielleicht? Ist es eine Schwäche? Ist es eine Schwäche. Es ist halt einfach keine Kernkompetenz von mir. Aber das ist immer auch, was ich eingangs gesagt habe, was mir ganz wichtig ist, ist die Wertschätzung der Leistung der Menschen, die für mich oder fürs Unternehmen arbeiten, auch wenn es mit mir nicht unbedingt Spaß macht, umso mehr kann ich es wertschätzen. Ja. Und das erwarte ich auch von meinen Kunden. Also ich meine, du warst ja damals in der Möbelbranche, war ja ein ziemlich männerdominierter Bereich, oder? Zu meiner Zeit ja, also in den 90ern auf jeden Fall, Anfang der 90er. Wie konntest du dich behaupten? Weil das ist ja schon auch eine... Mit einer großen Klappe. Sehr also, gut. Mit einer großen Klappe und mit keine Angst vor irgendwas. Ich habe einen 5 Jahre älteren Bruder, also ich bin gut trainiert gewesen. Also ich habe also eigentlich immer die größere Klappe gehabt als die Männer und habe mir alles zugetraut.
Also ja, sehr viel Selbstbewusstsein, definitiv. Ja. Ich hatte mich mal gefragt, ob man eigentlich Vertrieb studieren kann. Und tatsächlich, man kann es nämlich nicht studieren. Glaubst du, dass es wichtig wäre, dass man solche Fähigkeiten auch mal wirklich erlernen kann? Weil meistens wird man ja reingeschmissen in diese Felder, oder? Ja, also zu meiner Zeit sowieso, ganz klar. Ja? Mhm. Also, und da gab es, wie gesagt, Frauen sowieso nicht. Man hat dann irgendwann festgestellt, dass Frauen vielleicht doch ganz erfolgreich sind im Vertrieb, weil sie intuitiver sind, weil sie vielleicht doch mehr auf ihr Bauchgefühl hören, nicht ganz so verkopft sind, obwohl es dann natürlich auch solche und solche gibt. Und Frauen natürlich auch durch ihren Charme und natürlich auch durch die Optik. Also einfach ist es, auch wenn man das heute vielleicht nicht mehr hören will, aber es ist ja trotzdem so, ne? Also das ist so, der erste Eindruck und so ein Door-Opener, das macht mit Sicherheit was aus, ja? Das hat man dann erkannt, aber lernen kann man das aus meiner Sicht nicht. Was man machen kann, und das hat sich schon verändert, ist natürlich, wie strukturiere ich, wie Fragetechniken. Ich habe einen Bekannten, der ist gerade mal zu Anfang 30 in Vertrieb gegangen, was sich der alles in die Birne an Fragetechniken und an Methodiken und psychologischen Modellen getrichtert hat. Das hat mich schon sehr verwundert. Das kann man machen, aber deswegen entscheiden trotzdem noch andere Gesetze. Ja, der Kunde. Definitiv. Ja, der Kunde, und wie komme ich an? Und ich kann eins sagen, und deswegen, ich habe diesen Weg durchgangen und wusste es zu dem Zeitpunkt nicht besser. Aber heute weiß ich besser, was das Geheimnis ist. Ja. Das Geheimnis ist Authentizität. Das heißt einfach echt sein. Ja, bei sich selbst sein. Wenn ich mir überlege, was ich heute alles zu meinen Kunden sage, was ich da teilweise alles so raushaue, dann denke ich mir so manchmal, okay, das hätte ich mir vor 10 Jahren nicht getraut oder vielleicht sogar nicht einmal vor 5 Jahren. Aber es ist halt meine persönliche Weiterentwicklung. Ja? Und ich kann mir das halt nicht nur, weil ich es mir leisten kann, sondern weil ich bin so, wie ich bin. Und ich gebe das von mir, was ich denke. Und ich glaube, das ist das, was die Leute auch wollen oder im Unterbewusstsein auf jeden Fall spüren. Die ist echt. Ja, die verkauft mir nichts, die lügt mich nicht an, und da gibt es auch nichts zu verbergen, sondern das ist, glaube ich, das, was mich in den letzten Jahren sehr erfolgreich gemacht hat. Beschäftigst du dich auch sehr stark mit Menschentypen als Person? Also wie sind so die Charakter, wie verhalten die sich? In der Mitarbeiterführung habe ich das gemacht. Ja. Also das habe ich ganz bewusst gemacht. Wie stelle ich ein Team zusammen? Was für Typen brauchst du? Weil wenn du lauter Macher in einem Team hast, das wird nicht funktionieren. Mhm. Wenn du lauter Loyale in einem Team hast, wird das auch nicht funktionieren. Ich habe mir schon vor 20, 25 Jahren über einen sehr, sehr guten Coach auseinandergesetzt. Da gibt es eine sehr gute Methodik. Wie stellt man das fest eben? Das Enneagramm nennt man das, kennst du vielleicht. Da gibt es eben diese 9 Persönlichkeitstypen. Und da geht es nicht um die Bewertung, was ist besser und was ist schlechter, sondern es geht eigentlich darum, von jedem Persönlichkeitstypen die positiven Eigenschaften sich anzueignen. Auch die Stärken. Und auch die Stärken. Es geht immer um die Stärken der Stärken. Und das ist zum Beispiel auch, warum ich glaube, dass unsere Mitarbeiter und warum die Mitarbeiter auch gerne für mich arbeiten, ich immer versuche, die Mitarbeiter in ihre Stärken zu bringen. Also nie auf den Schwächen rumzuhacken, weil jeder hat Schwächen. Und was interessieren mich Schwächen? Mich interessieren eigentlich nur die Stärken. So sollte übrigens auch unser Schulsystem sein. Wäre viel cleverer, zu gucken, wo ist jemand wirklich richtig gut. Und das zu stärken. Und nicht hinzugucken und sagen, boah, der ist in Latein schlecht, dann prügel ich die Vokabeln rein. Ja? Was interessiert denn das? Wer braucht denn noch Latein für gewisse Berufe und Studiengänge? Weißt du, was ich meine? Das fällt dann so runter. Also, und das ist was, wo mir so geblieben ist aus dieser Zeit. Ich habe ganz viele Dinge, womit ich mich schwer tue. Ja, wieso soll ich mich denn darauf konzentrieren? Gut, jetzt bin ich in der glücklichen Lage, dass ich mir Mitarbeiter einstellen kann, die das für mich erledigen. Aber ich bin ja auch irgendwo mal dahin gekommen. Und ich habe auch alles gemacht, was meine Mitarbeiter können. Und manchmal habe ich alles mal irgendwann gemacht. Das eine besser, das andere schlechter. Deswegen weiß ich es ja auch zu schätzen. Aber es ist doch viel schlauer, auf die Stärken zu gucken und jeden da einzusetzen, wo er wirklich richtig gut ist. Super spannend. Ich glaube, da müssen sich viele auch mal eine Scheibe abschneiden. Ich glaube, das läuft in ganz vielen Unternehmen genau nicht so, dass unterschiedliche Stärken herausgefiltert werden, weil damit muss man sich, glaube ich, mit Menschen sehr arg beschäftigen. Und die auch rauszufinden. Ja, erstmal das, und zweitens, du musst selbstkritisch sein.
Mhm. Also wenn du Chef bist und du bist nicht reflektiert und du guckst nicht als allererstes bei dir hin und sagst so, okay, wo ist meine Stärke, aber wo sind auch meine Schwächen? Was macht mich eigentlich als Mensch aus und wo ist vor allem meine größte Schwäche? Wenn du das dir nicht anguckst, dann kannst du natürlich auch, ist unglaublich schwer bei anderen Menschen oder du wirst halt nicht ernst genommen, weil du nur auf den Mitarbeitern guckst und da auf die Schwächen schaust und die auf denen rumprügelst. Du musst ziemlich selbstreflektiert sein, und um richtig gutes Team zu machen und auch Fehler zugeben können. Also einfach zu sagen, boah, jetzt habe ich auch einen Fehler gemacht. Das habe ich falsch eingeschätzt. Das war eine Fehlentscheidung. Da habe ich einen Fehler gemacht. Jeder Fehler ist doch eine Riesenchance, es das nächste Mal nicht mehr zu machen. Ich sage immer zu meinen Mitarbeitern, okay, du kannst jeden Fehler einmal machen. Den ein zweites Mal zu machen, denselben Fehler, das ist dumm. Weil es gibt genügend andere Fehler, die du noch machen kannst. Ne? Aber du solltest zumindest aus dem Fehler, den du gemacht hast, das mitnehmen. Okay, das habe ich. Danke, dass ich es mir anschauen durfte, aber das mache ich nicht nochmal. Und wir in unserer Branche haben genügend Fehler, die man dann, Fehlerpotenzial, du findest immer irgendwas, was du noch nie vorher falsch gemacht hast. Aber diese Fehlerkontur, also das ist so, was, wo ich in Firmen immer so festgestellt habe, Fehler verstecken, Fehler verheimlichen. Das ist ja eine richtige Aufgabe. Da verwenden viele Menschen viel Energie damit. Mhm. Weil sie sich nicht trauen, es zuzugeben, weil ganz viele Unternehmen angstgesteuert sind, Mitarbeiter Angst haben vor ihren Chefs und versuchen, einen Fehler zu verheimlichen. Ja, dann habe ich aber nie die Chance, es besser zu machen. Das verlangsamt extrem. Absolut, ja. Mhm. Und das kannst du dir vorstellen, dass das nicht unbedingt mein, dass ich das am allerwenigsten... Du hast keine Geduld. Ich hab überhaupt keine Geduld. Und langsam, es steckt ja schon in meinem Namen. Meller ist immer schneller. Ja? Und Geschwindigkeit ist für mich sehr wichtig. Und deswegen ist mir auch so eine offene, ehrliche Kommunikation wichtig. Wie kommt man denn so durchs Leben eigentlich? Wie kommt Mann oder wie kommt Frau durchs Leben? Du. Ich durchs Leben. Ja, also wenn ich jetzt wieder sage, mit viel Freude, dann denkst du, ich bin nur spaßgetrieben, aber ist irgendwie so. Ja, also mit einer Leichtigkeit, mit der Leichtigkeit und mit Freude. Das ist mein durchs Leben kommen, ja. Triffst du Entscheidungen schnell oder langsam? Schnell. Überlegt oder auch mal aus einer Impuls gesteuert? Auch impulsgesteuert. Ich habe eigentlich die Erfahrung gemacht, dass impulsgesteuerte oder schnelle Entscheidungen oft die besseren sind. Es kommt natürlich auch darauf an, auf welche Entscheidung. Aber ich habe ganz viele Entscheidungen in meinem Leben. Also nach dem Bauch mehr. Sehr schnell, ja, ausschließlich. Ja. Nach dem Bauch. Ja. Man neigt ja auch dazu, dass man auch dann Fehlentscheidungen trifft, oder? Ja, und? Nee, ist ja auch gut. Ja, also besser eine Fehlentscheidung zu treffen, als keine Entscheidung zu treffen. Und das habe ich wirklich gelernt. Und ist es eine Fehlentscheidung, muss nicht unbedingt eine Fehlentscheidung sein. Ja. Weil was ist schon eine Fehlentscheidung? Ich habe dir das ja im Vorgespräch erzählt. Ich habe Entscheidungen getroffen. Da sind Dinge passiert aufgrund dieser Entscheidung, wo ich gedacht habe, das ist super negativ. Und es ist mir jetzt was ganz Schreckliches passiert. Und im Nachhinein hat sich herausgestellt, es ist super gut, dass mir das passiert ist, weil sich das komplett in die andere Richtung gedreht hat. Da habe ich ganz viele Beispiele dafür. Sag mal eins. Zum Beispiel mit der Maschine. Also ich habe diese Maschine, die ich so mit Leichtigkeit bei dem Kunden ins Leben gerufen habe. Ja, dann bauen wir halt eine Maschine. Ja, ist ja überhaupt kein Problem, eine Maschine zu bauen. Ja, vor allem, weil ich der technische Mensch bin, ja, der sich so viel Verständnis hat. Ja. Aber ich mache es halt einfach mal. Ja. Okay, und dann habe ich halt angefangen, Leute zu suchen, die mir diese Maschine bauen können. Und bin dieses Projekt vielleicht ein bisschen zu locker und zu flockig angegangen, ja, und habe dann auch jemanden gefunden und wie das halt so ist, lange Verhandlungen und war kurz vor Covid oder war schon am Anfang von Covid und derjenige, der mir die Maschine bauen sollte, hat halt einfach nasse Füße bekommen, ja, und Bedenken und hat sich vielleicht auch nicht getraut, zu mir zu sagen, die Maschine kostet jetzt 40% mehr oder was auch immer. Und hat dann mir im Grunde genommen den Auftrag verweigert, dass er mir keine Bankbürgschaft für die Anzahlung gegeben hat, was ja das Gleiche ist wie den Auftrag verweigern. Also konnte ich das Projekt mit ihm ganz richtig beginnen. Und für mich war das am Anfang eine Katastrophe, weil das hat mir mindestens um 1,5 bis 2 Jahre zurückgeschlagen. Mhm. Musste auch zum Kunden gehen, mit dem ich den Vertrag schon unterschrieben habe. Und das im Grunde genommen absagen. Ich habe das jetzt versemmelt. Also das wird so nicht stattfinden.
Aber im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass der Albtraum zu meinem größten Glück wurde, weil ich einen wesentlich besseren Partner gefunden habe für den Maschinenbau, wesentlich kompetenter und vor allem das wesentlich bessere Konzept. Der Kunde ist mit mir den Weg gegangen. Mhm. Ja, ich musste halt den unangenehmen Weg gehen, den Vertrag auflösen, alles nochmal neu. War mit Sicherheit einer meiner schwersten Wege, ja, auch in der Kommunikation und in dem Durchgehen und in der Akzeptanz beim Kunden. Aber es hat mir nicht geschadet, ganz im Gegenteil. Und fürs Projekt war es am Ende sehr viel wert und es wird erfolgreich sein. Mhm. Wie hast du das angegangen? Ich meine, das ist ja dann eine Botschaft, die an den Kunden herangetreten wird, die, wo man erst mal tief einatmen muss, schlucken muss. Das war der schwerste Gang meines Lebens bis Echt? Jetzt. Ja, mit Sicherheit. Ganz klar. Ganz klar. Ja, welche Bedenken hattest du gehabt, dass der Kunde ganz abspringt oder? Ja, alles. Also, ja, also der Kunde ist jetzt, der ist ja auch nur in anderen Bereichen wichtig für unser Unternehmen und für uns alle, sicher auch Arbeitsplätze. Also es macht jetzt nicht nur dieses eine Produkt, sondern eben auch andere Produkte. Und das ist ja schon was, wo das Kundenvertrauen erstmal schon eingeschränkt werden könnte, ja, und einfach ja auch vielleicht komplett kaputt geht. Wie habe ich das gemacht? Einfach mit Ehrlichkeit, mit offenen Karten, mit einem ganz offenen Visier. Mhm. Im wahrsten Sinne des Wortes, mit einem offenen Visier. Mhm. Aber ich habe mich bereits darum gekümmert, ich habe eine alternative Lösung. Mhm. Ja, klar, ich bin natürlich mit einer alternativen Lösung gekommen. Klar, ja. Das ist zum Beispiel das ist auch wichtig, ja. Naja, also wir denken, und das ist auch unser Motto für Megapack Handling, Nipsels nicht in Problemen, sondern in Lösungen denken. Mhm. Mhm. Ja, das ist, hängt bei jedem am Schreibtisch, also am Anfang, inzwischen hat es jeder im Kopf. Bei uns hat jeder Mitarbeiter ein absolut lösungsorientiertes Denken. Ja, ja. Ich find's super, super spannend. Wie hast du denn dich dann so schnell auch reflektieren können? Weil das ist natürlich auch, man hat ja sich vorbereitet, man hat sich jetzt in den Kopf gesetzt, so und so gehe ich das jetzt an. Und auf einmal merkst du in der Situation irgendwie, naja, habe ich das ja nicht mehr im Griff. Also ne? Das ist so. Ja die große Kunst. Ja? Ja. Das ist die große Kunst in der Menschenführung oder vor allem im Verkaufen. Ja? Also du musst im Grunde genommen, also das kann ich dir gar nicht erklären, weil das ist wie Skifahren, ja? Das mache ich einfach. Also ja. Ich kann Skifahren auch niemandem erklären, ich mache das seit ich drei bin und ganz ziemlich gut. Ja. Also ich kann es gar nicht sagen, wie ich es mache. Ja? Ja. Ja. Nee, aber das ist so dieses Bauchgefühl, ja? Zu sagen, so, boah, die Reaktion, also auch zuhören, den Menschen beobachten. Ja? Aber das mache ich so intuitiv. Ich merke ja, ich würde sofort merken, wie du dich nicht wohlfühlst. Ja? Also das merke ich sofort. Mhm. Das ist ja, irgendwie bin ich einfach beim anderen. Ich bin beim anderen, wenn ich mit jemandem spreche. Das war ich mit Anfang 20 und Mitte 20 als junge Verkäuferin nicht. Da habe ich reingepresst, was geht, ja, an Informationen. Und dann gesagt, ja, ich habe wenig Zeit, ich muss alles erzählen, was ich weiß und so. Ja. Ja. Wo siehst du dich so in 5 Jahren? Ich sehe mich in 5 Jahren genauso dynamisch, gesund und genauso energievoll. Mhm. Immer noch in meinem Unternehmen, aber mit ein bisschen, mit noch mehr Overview, ja, also ein bisschen mehr den Blick noch mehr von oben und also so mal von extern, dass ich noch ein bisschen mehr Zeit habe. Zeit für mich, für meine Kunden, also um Dinge zu machen, was ich wirklich gerne mache. Also zum Beispiel, ich habe einen Strategiekreis, wo ich sehr gerne Zeit investiere, also, Austausch mit Kollegen, auch bei der eine oder andere Messebesuch mit Kunden auf. Ich habe ein paar sehr witzige und sehr nette, sehr lustige Kunden. Einfach mehr Zeit für die zu haben, Veranstaltungen zu machen. Aber auch für mich so, dass ich sage, okay, du, was, es hat geschneit, super, morgen fahre ich zum Skifahren, weil es hat Tiefschnee. Genau, das kriege ich schon ganz gut hin. Ja, ja. Davon abgesehen, oder einfach auch, ich spiele Golf, ja, und bin jetzt kein so ein fanatischer Golfspieler, weil wie alles wäre mir das zu langweilig. Wenn ich 2 Tage hintereinander Golf spiele, reicht es mir schon wieder. Finde ich schon wieder super langweilig. Für ein Jahr dann. Nee, das ist nicht so lange. Aber, ich weiß, was du meinst. Ja, was, das ist einfach langweilig. Ja. Aber zum Beispiel habe ich viele Kunden, wo ihr schon ausmacht, wir gehen mal eine Runde Golf spielen, wir es einfach nicht schaffen. Und das möchte ich auch wieder schaffen. Also du siehst schon auch das Private sehr stark mit dem geschäftlichen Verein. Und das stelle ich mir in 5 Jahren auch nicht anders vor. Ja. Was ich gerade total spannend finde, dass du nicht gesagt hast, ich sehe mich dann mit Umsatz so und so viel Mitarbeiter, sondern als ich gefragt habe, wie siehst du dich in 5 Jahren?
du immer noch mit der Spaßfrage geantwortet hast. Ja, das zieht sich irgendwie so durch mein Leben. Das ist schon fast peinlich. Ja. Aber ich meine, das ist ja auch ein, ja, das ist ja das Bild von dir. Ja, und wer weiß, wo man in 5 Jahren ist. Ich meine, ich glaube, in den letzten 20, wie lange gibt es das Megapack schon? 20 Jahre? Nee. Ja, Megapack Handling gibt es seit 2009. Und Megapack Print, das war ja die Vorgängerfirma, habe ich gegründet 2001. Also schon lange. Und dann ist ja auch ein wahnsinniger Wandel. Also du gehst ja auch unglaublich mit deinen Kunden mit. Ja. So, das heißt, wenn irgendwann Print nicht mehr da ist, weil vielleicht auch die Zeitschriften, ich meine, sie gut, die ja haben ja eh hinter uns gelassen. Ja, ne? Ja, aber das ist ja auch ein Wandel, wo man lange glaubte, das wird immer so weitergehen. Ja, ich nie. Also wirklich nicht. Ich habe die DVD, also ging an los mit CD, es ging weiter mit DVD. Mir war das klar, dass das irgendwann ein Ende hat. Alles irgendwann ein Ende. Jeder Hype hat irgendwann ein Ende. Außer die Wurst, die hat 2 Enden. Außer die Wurst, die hat 2. Ah ja, manchmal auch 3. Nein, aber jetzt im Ernst, es ist halt wirklich so. Dann haben wir mit Mailing unser Geld verdient. Hauptsächlich mit den Big 5, Automotiv. Wir machen schon noch Mailings, aber in einer ganz, ganz geringen Form. Wir waren 100% von Verlagen abhängig. Heute machen wir außer für 2 Verlage gar nichts mehr. Dann waren wir von Mailing. Wir haben 2,5 Millionen Euro Umsatz gemacht mit Mailing. Das ist lächerlich, was wir heute machen. Dann gibt es natürlich unsere festen Kunden, jetzt wie Lego, wie Schleich, wie unser Nahrungsergänzungsmittelhersteller. Das ist ein kontinuierliches Geschäft, das haben wir uns aufgebaut. Das ist nicht ganz so sprunghaft und so saisonhaft, aber auch da weiß man nie, wie entwickelt sich was. Deswegen ist es immer wichtig, sich auf mehrere Standbeine zu stellen und auch unsere Adventskalender, Gott bewahre, aber auch da ist irgendwann, es wird sie schon immer geben, aber dieser Hype, dieser Superhype, der die letzten Jahre gewesen ist, an sowas glaube ich nicht. Ja? Also deswegen geht es immer weiter. Und deswegen immer gucken nach neuen Kunden. Wachsam sein, nach neue Branchen. Und da hilft mir vermutlich schon meine Neugierde, die dann sagt, so, ach, jetzt kenne ich schon alle Adventskalender, jetzt schauen wir mal, was es Neues gibt. Und da bin ich halt immer offen und da kommt auch immer zur richtigen Zeit das Richtige auf mich zu. Das war schon immer so. Was bedeutet für dich Erfolg? Freiheit, Unabhängigkeit. Weil erfolgreich sein bedeutet auch, ganz klar, auch Geld zu verdienen, ja, also auch einen Profit zu machen. Und das bedeutet für mich auch eine gewisse Unabhängigkeit, Dinge zu machen, bewegen zu können, umsetzen zu können. Ja? Also wenn du nicht erfolgreich bist, kannst du ja auch nichts umsetzen. Kannst du ja nichts gestalten. Kannst du keine Mitarbeiter bezahlen. Du kannst ja nicht bewegen. Also das heißt, es ist Freiheit, Unabhängigkeit, Flexibilität. Was würdest du anderen jungen Unternehmen mit auf den Weg geben, die eine Idee haben und die umsetzen wollen? Ohne Fleiß kein Preis, sage ich jetzt mal so ganz provokativ. Das ist ein Glaubenssatz, den hat mir meine Mutter eingetrichtert. Glaubenssätze können ja ganz negativ sein. Sie hat immer gesagt, ohne Fleiß kein Preis. Wer trinken kann und feiern kann, der muss auch arbeiten können. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich mich jemals krank schreiben habe lassen. Es ist schon so ein man nennt es Glaubenssätze, wenn das dann so verankert ist im Unterbewusstsein. Da knappern manche, es kann ja auch was Negatives sein. In dem Fall ist es ja was Positives oder je nachdem. Aber ich glaube schon, dass... ich finde es toll, Work-Life-Balance und alles muss schon irgendwo stimmen. Aber irgendwo muss ich auch mal Gas geben im Leben, ja. Um es erstmal auch mal was, also da glaube ich halt sehr fest dran, ja. Auch mal ein Vorbild zu sein und auch mal sich über die Maßen anstrengen, aus der Komfortzone rauszugehen. Ja. Ich glaube, geschenkt bekommt man nach wie vor nichts. Wenn es jemand anders schafft, super. Aber das ist halt meine Erfahrung und deswegen keine Angst, weil vor Fleiß, ja, weil wenn man was gerne macht, dann ist das ja alles nicht schwer und dann empfindet man das ja auch nicht als Anstrengung und als Arbeit. Und ansonsten, es ist halt die Motivation, ja, das ist, wenn man was mit Spaß macht, ja, und mit Freude macht, dann macht man es ja auch gut, weil es ja dann auch eine Stärke ist, sonst wird man es ja auch nicht mit Freude machen können. Und dann macht man es gut. Und darauf zu achten, dass man da bei sich bleibt, dass man es gerne macht. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Es gibt ja so dieses Tal der Tränen, so gerade wenn man Tiefschläge hat, wo man eigentlich nicht mit gerechnet hat, wo man
in Situationen reinkommt, wo man erstmal nicht mal weiß, wie man gerade rauskommt. Wie würdest du mit denen umgehen? Ja, was heißt, wie würde ich damit umgehen? Die habe ich schon sehr viel gehabt, ja, und die habe ich ja teilweise noch, ja. Also erstmal, ich sag mal, abschütteln, oder wie sagt man so schön, Krönchen richten und wieder aufstehen oder schütteln wie ein nasser Hund und irgendwie kommt man schon durch. Ich habe auch schon gewisse Sachen ignoriert. Also, wir haben auch schon Leute gefragt, wie bist du denn durch die Krise gekommen? Immer so, welche Krise? Also, man kann auch die Dinge ignorieren und sagen, die haben eigentlich mit mir gar nichts zu tun. Weißt du, was ich meine? Also, es ist einfach energetisch, dass sie sich ranlassen. Ja. Und, genau, die Dinge nicht an sich ranzulassen erstmal. Ja, oder sie ja nicht so ernst zu nehmen. Es ist einfach nicht so ernst zu nehmen. Damit kriegen sie nicht diese Energie. Mhm. Wenn ich zu sehr im Jammertal der Tränen bin und sage, oh, mir geht's so schlecht und oh, das ist ja alles so furchtbar und mich so selber so bemitleide, dann gebe ich dem so viel Raum und so viel Energie, dann nehmen die dunklen Wolken, die nehmen immer mehr Macht ein. Die Frage ist es das überhaupt wert? Will ich nicht erstmal schauen, ganz ehrlich, die hellen Wolken sind noch viel spannender, sind noch viel schöner, lasse ich die dunklen überhaupt zu? Es gibt aber Sachen, wo man die Dunklen ganz klar zulassen muss, weil es wichtig ist, dass man da durchgeht. Ja. Es gibt Trauerphasen, die unglaublich wichtig sind. Ja. Aber dieses Annehmen von einem Problem, zu sagen, ich hatte in meiner Gründungszeit, als ich mich selbstständig gemacht habe, extreme Existenzängste. Das war ganz schlimm. Also wirklich richtig schlimm. So weit, dass ich wirklich dafür, also habe ich angefangen, mit einem Coach zu arbeiten. Ich habe dann später gemerkt, das sind gar nicht meine Ängste gewesen, aber das ist mir ein anderes Thema. Aber letztendlich haben sie mich betroffen. Also ich habe richtige Ängste gehabt. Und ich habe dann geschafft, diese Angst anzunehmen. Also zu sagen, okay, Angst, ich sehe dich, du bist da, ich erkenne dich an. Ist es auch okay, Angst zu haben? Wir sind nämlich, oder ich war so geprieft, man darf keine Angst haben. Angst ist was Negatives, Angst ist was ganz Schlimmes. Das ist es nicht. Ich habe einen Bruder, der ist Anthropologe unter anderem, der hat gesagt, mein liebes Schwesterherz, wenn der Mensch keine Angst hätte, dann würde er nicht vom Säbelzahntiger davonlaufen. Und deswegen ist Angst was ganz Wichtiges, dass im Urmenschen drin sitzt. Ja? Also Angst muss man haben, wenn man vor so einem Löwen oder vom Säbelzahntiger steht. Ja? Aber das, glaube ich, ist das Geheimnis. Angst nicht als negativ zu sehen, sondern zu sagen, okay, Angst, du bist da, ich sehe dich. Aber du kannst jetzt auch wieder gehen. Also das ist auch wieder Wertschätzung, Anerkennung. Und dann die neue Motivation zu finden, zu sagen, okay, schau mal, es gibt Situationen, an denen kannst du nichts ändern. Die kommen von außen. Da kannst du nichts ändern. Das Einzige, was du ändern kannst, ist deine Einstellung dazu. Du kannst sagen, okay, von dir lasse ich mich jetzt nicht runterziehen. Ich kann es ja eh nicht ändern. Also sage ich, es wird alles gut, es wird positiv, es wird schon werden. Weil du hast eine 50% Chance. Entweder es wird was oder es wird nichts. Du hast die Frage, wie fühlst du dich dabei? Also fühle ich mich doch lieber besser und hoffe auf die guten 50%, wie dass ich mich bis zur Entscheidung schlecht fühle und auf die schlechten 50% warte. Also diese berühmte Glas voll, Glas halb leer. Ja, genau. Ja. Das sind so komische Metaphern, wo man so denkt, das sind so Metaphern oder diese Sprichwörter. Meistens ist was Wahres dran. Also immer eine Frage der Betrachtung. Und im besten Fall immer die Perspektive. Positive. Ja, ist es so. Hammer. Das war eine lange Antwort, hey. Und das, alle, und das ohne Alkohol, nur mit Wasser. Ja, das ist halt Mittag. So, jetzt können wir eigentlich einen Wein trinken. Ja, eben. Vielen Dank. Sehr gerne, mein lieber Johannes. War super, super spannend. Wenn ihr außerdem erfahren wollt, wer unser nächster Hidden Champion ist, ihr gerne Teil des nächsten Podcasts und Videos sein wollt, vielleicht habt ihr auch Fragen an so einen nächsten Hidden Champion, dann folgt unserem Instagram-Account @thehiddenchamp, denn da posten wir alle News rund um unseren Podcast und ihr habt die Chance, dass eure Fragen vielleicht sogar auch Teil unserer Show werden. Bis zum nächsten Mal, euer Johannes von Hidden Champion. Bis dann, ciao.